Fälligkeit der Miete. Wann genau muss die Miete gezahlt werden? Spannendes Thema, weil das teilweise auch rechtliche Probleme nach sich führt, wie eventuell fristlose Kündigungen etc. Deshalb wollen wir mal hier Klarheit schaffen, wann denn die Miete immer gezahlt werden muss. Das schauen wir uns an. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag auf dem YouTube-Kanal. Mein Name ist Stefan Glaser, ich bin Fachanwalt im Miet- und Wohnungseigentumsrecht und zugleich Partner der Kanzlei KGK hier in Köln-Rodenkirchen. Wie eingangs erwähnt, heute spannendes Thema und zwar, wann muss denn die Miete gezahlt werden? Weil natürlich eine unpünktliche Miete, das heißt die nicht pünktlich gezahlte Miete des Mieters, auch natürlich teilweise zu rechtlichen Problemen führen kann, wie zum Beispiel der fristlosen Kündigung, wie zum Beispiel Rechtsanwaltsaufforderungen seitens des Vermieters. Deshalb immer Vorsicht und wichtig zu wissen, wann denn die Miete gezahlt werden muss. Grundsätzlich ist es so, dass in den aktuellen Mietverträgen häufig, in den Musterverträgen, die wir vorliegen haben, zur Prüfung immer geregelt ist, dass spätestens zum Ende des dritten Werktages die Miete gezahlt werden muss. Was heißt denn gezahlt werden? Es heißt nicht, dass am dritten die Überweisung zur Bank gegangen wird und überwiesen wird, sondern am dritten Werktage muss die Miete auf dem Konto des Vermieters eingegangen sein. Es reicht also nicht, am dritten den Auftrag erteilt zu haben, sondern man muss, wie gesagt, dafür Sorge leisten, dass am dritten Werktage die Miete auf dem Konto des Vermieters eingegangen ist. Dritter Werktag, was heißt dritter Werktag? Hier gibt es auch immer so Unstimmigkeiten, weil viele denken, ich habe in meinem Arbeitsvertrag, da kommt, glaube ich, auch dieser Irrglaube her, montags bis freitags, klassische 5 Arbeitstage, Werktag ist also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Stopp, falsch. Werktag ist nämlich auch der Samstag. Nicht zu verwechseln mit dem Arbeitstag. Samstag ist, wie gesagt, auch ein Werktag. Daher sollte man immer gucken, je nachdem, wenn der erste zum Beispiel ein Sonntag ist, würde dann am 2., 3., 4., am 4. spätestens die Fälligkeit sein, um die Miete einzuzahlen. Es gibt allerdings noch vor der Mietrechtsmodernisierungsreform, und zwar war diese, muss ich nachschauen genau, am 1. September 2001. Verträge, die vor diesem Zeitraum abgeschlossen worden sind. Dort war es so, dass die Miete grundsätzlich nicht am dritten Werktage fällig war, sondern erst mit Ablauf des entsprechenden Monats im Nachhinein. Wie eingangs erwähnt, dritte Werktag grundsätzlich heißt, die Miete muss im Voraus gezahlt werden. Das heißt, am dritten Werktage eines Monats, zu Beginn des Monats, für den laufenden Monat. In den Verträgen vor dem 1.9.2001 war es so, dass erst rückwirkend die Miete gezahlt wird. Heißt, dort war es so, die Juni-Miete als Beispiel zum Beispiel musste erst am 1. Juli entrichtet werden. Es sei denn, im Vertrag war klar geregelt am dritten Werktag. Insofern auch dort mal in den Mietvertrag reinschauen, gerade bei den älteren Verträgen, was geregelt worden ist. Denn ansonsten ist es so, dass die gesetzliche Norm gilt, dritte Werktag eines Monats. Ich weiß, dass das vielen bekannt sein dürfte, ist aber von immenser Wichtigkeit, weil natürlich auch die immer wieder unpünktlichen Zahlungen, heißt, kommen die Zahlungen auch nur 2 Tage, 1 Tag später als im dritten Werktag an, kann dies auch bei einer gewissen Kontinuität und Wiederholbarkeit zur fristlosen Kündigung führen. Also insofern passt bitte auf, weil es wäre ärgerlich, wenn durch diese geringen Zahlungsverzüge eine fristlose Kündigung nach sich ziehen würde. Insofern bitte darauf achten, bei Fragen immer wieder gerne an uns, hier sowohl unten in der Leiste als auch über unser Kontaktformular. Wir freuen uns aufs nächste Video und hoffen, euch ein wenig weitergeholfen zu haben. Tschüss!